Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ja Milas Geschichte Nummer 2 abgeschlossen, die große Bärenjagd. Und Mila ist jetzt bereit, die ultimative Suppe zu kochen. Ja, ob das was wird, wir wissen es nicht. So, ich gehe erstmal hier raus und guck mal, was wir jetzt noch machen können, wo wir was machen können und überhaupt. Wein haben wir nicht noch? Ah ne, da waren wir schon, ne? Hamil, was haben wir in Hamil nochmal gemacht? Weiß ich nicht. Ja, in Duval erwartet uns noch irgendwas, also gucken wir mal. Für wen können wir denn da noch was machen? Mal kurz gucken, wie sieht denn die Freundschaft hier zu allen aus? Mila ist gleich auch bei 3, sehr schön. Ron ist ganz kurz davor. Jude ist ganz kurz davor, sehr schön. Ich wollte gucken. Okay, schade. Na, warte mal, war nicht hier, wo mir noch eine Katze gefehlt hat? Soll ich vielleicht auch mal hier nachgucken? Ja, war doch, ne? Egal, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen und überhaupt? Und für wen müssen wir irgendwas machen? Das ist die Frage. Es ist Elvin. Hi. Na, Elvins Geschichte fortsetzen. Warum nicht? Geschäftspartner. Wir sehen immer noch auf den Trip. Hey, also der Engel. Gut, was liegt bei dir so an? Alles klar bei dir. Okay, das ist irgendwie. Weiß genau das gleiche. Okay, das ist ein bisschen fürsorglicher, glaube ich, ne? Just about to start work again. Waiting for my partner to show up. Immer die gleichen Charaktere, die einen begleiten, kann das sein? So, super. It's my job. Please review the coordinates that I've sent you. The rift appears to be in Duval. I look forward to hearing your report. They found a new one for you, huh? You gonna take the gig? Habe ich eine Wahl? I wonder what sort of dimension this one will be. Trying to entice me into coming along, huh? It worked. Na gut, Elvin. Warum denn nicht? Auch schon lange. So, Leia und Elvin. Ich muss mal kurz was gucken. Wir haben noch ein paar Titel, die wir noch nicht haben. Hier diese ganzen Dinger hier. Den und den Charakter. Was haben wir denn hier noch alles? Ludger hat, glaube ich, schon mit jedem hier 15 Minuten. So, Jude und Mila, ich hab doch in der letzten Folge voll oft Mila und Elvin, Mila und Ron, Elvin und Elise. Weiß ich nicht. Kann man mal hier nachgucken. Damit man sieht, mit was ich mich hier offscreen immer befasse. Wir haben Elise und Leia, die habe ich genauso abgestimmt. Dann haben wir Leia und Gaius. Und weiß ich nicht, Elvin und Elise, genau, das kann man auch noch machen. Einmal Elise mit rein. So, und dann Strategie. Ich glaube, Elvin hat noch... Ja, das hier. Ja, dann machen wir hier selbstständig handeln. Mache ich jetzt bei jedem einfach. Weil die Effekte werden, glaube ich, sowieso alle aktiviert. Auch wenn die irgendwie kilometerweit entfernt sind. Warum suche ich hier eigentlich noch weiter? Ich gehe jetzt zur Splitterdimension. Ich habe noch... Dieses Gericht hat mir viel mehr Elementerz gibt, ausgerüstet und ja, machen wir einfach. Später Dimension F4223. Ich glaube, Items und so habe ich alles neu gekauft, ne? Und jetzt fällt mir irgendwas Wichtiges ein. So, Duval. The Divergence Catalyst is supposed to be the thing in this world that differs most from our own. Let's see if we can track it down. Ja. Was denn? Was denn, was denn, was denn? Aber ist nur in Duval, ne? Sollte ich auch hier das Sortiment ändern? Ich will eigentlich hier mit den Händlern reden. Nicht direkt rausgehen. Diese riesen Maxianer. Mein Gott, die haben immer noch Vorteile hier. In dieser Splitterdimension. So.
Oh, hallo. Im Besitz. Oh, okay. Mächtige Handschuhe. Die hat Schuh, glaube ich, ausgerüstet. Ja, okay, das sind aktuelle Waffen hier. Wie sieht's mit Rüstung aus? Ja, ich möchte jetzt nicht schon wieder den Part hier so richtig weit in die Länge ziehen wie in den letzten. Deswegen, was auch immer. Gib mir doch mal einen Tipp, wo ich hin muss. Na? Meine Katze ist zurückgekehrt, ja. Ich kann auch durch Splitterdimensionen gehen, natürlich. So. Hier in Duval fehlt mir eine. Das war das Einzige, was mir hier fehlt. Dann gehen wir wieder nach Shandu. Ja, ich muss mir irgendwo hier suchen, wo eine Katze ist. Oder ich muss sie echt so finden. Bei Katzenexpress. Wäre ein bisschen blöd. Ich sollte vielleicht mit einigen Leuten sprechen, genau. Okay. Wieder ein bisschen Zeit verschwendet. Muss ja sein. So. Elvin. Okay. Eine spezielle Dimension scheint ja auch irgendwo hier zu sein. Ah, hier hat alles begonnen. Da war noch schön, ne? So. Habe ich mal einen Schnaps gefunden, glaube ich. Aber wir sind in einer Splitterdimension, hier muss ja irgendwas anderes sein. So, ich möchte gerne einen Tipp haben. So, I'm actually doing pretty well in this world. Gotta admit, I've got mixed feelings about that. Okay. Ja, ist ja das Gegenteil hier. Von, wie sieht überhaupt die Freundschaft zu Elfen aus? Ihr seid Gegenteil hier in dieser Welt. Ist doch klar, dass die erfolgreich sind. Heiler? Okay. Probe. Dann gehen wir mal zum Zug. Ne? Hier steht jemand. Sitzt jemand. Okay. Was los? An ore that no one's seen before? I think we know what that is. Better not jump to conclusions. Let's find Jürgen and see what he has to say about it. Ja, wo ist er denn? Geh einfach zu Jürgen, ey, sagt er. Okay, müssen wir nach Helioborg, nehme ich an. Ich bin nach Helioborg. Kann sein, dass das irgendwie hier so was ist, wo ein Dingens versteckt ist. Ein großer Geist. Wie nennt man die nochmal? Spyreed. Oh, hi, Jürgen. Was für ein Zufall, dass du jetzt gerade da stehst. Alvin, what are you doing here? Did you already finish the delivery? Yeah, about that. The delivery date's changed. Something about a scheduling conflict. Really? That's awfully sudden. Oh, isn't that Leia? What have you been up to? Oh, hey! You know, work and stuff. That reminds me. How's Isla doing? Pretty well, considering. Baby's doing great too. Kicking up a storm. Having a little baby? Wow! Glückwunsch. Wie ist das denn passiert? Thanks.
I can hardly believe it myself. Hightail it home already. I'll hold down the fort here. Your old lady's probably eating everything in sight. You're sure you can handle things? Trust me. I've got this. I'll check over the inventory and everything. You got the key? Ah, right. Here. And Alvin. Yeah? You're a good partner. Thanks. Stimmt was nicht, Alvin? Gut hingebogen. Gut hingebogen. That kind of thing comes easy. Maybe too easy. Are you okay? Couldn't be better. Except I feel like a jerk for lying to the guy. Yeah. Oh, is someone worried about me? Not if you're gonna make fun of me for it. Well, there's no point in you feeling down about her. Besides, we haven't even gotten to the hard part yet. Ich vermasse mir aber echt jede Entscheidungsoption mit Alvin, ne? Lovely. Let's try not to get lost this time. Alvins Beruf. Okay. I still can't believe you're a businessman now. That's a pretty big transformation for a mercenary. Is it that much bigger than your transition from nursing assistant to journalist? So, let me ask you something. What is it that you find so appealing about your new occupation? That's fine, just ignore my question. I would say it's being able to buy large quantities of merchandise cheaply. At the moment, you barely need to pay anything in tariffs. Was ist denn Zoll? Kannst du die Dinge mit so viel Prozent weiterverkaufen? What do you think? That's a designer brand scarf, isn't it? Not just the scarf, the shirt too. A good wardrobe is among a businessman's most powerful tools. Business tools, huh? I wouldn't know much about that. If you're gonna work here, you better learn about it. In Olympias, wardrobe is one of the topics in employee performance reviews. It's directly linked to your salary. You gotta be kidding me. Seriously? Crap. I gotta get some new clothes. And the ability to lie convincingly is another of a businessman's most powerful tools. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das ist der perfekte Beruf für Alvin. Jetzt, wo er es so erwähnt, stimmt. So, jetzt kommen wir erst nach Triglav und dann müssen wir nach Helgeborg. Oh, super. Den ganzen Weg hier abklappern. Ich werde da ganz bestimmt hier nicht alles erkunden, weil... Warum denn da? Okay. Ich habe mich halt bei irgendwas verpassen können, oder? I wonder what's going on with the Luger and Julius of this world. Maybe they're just living out a normal life together. As long as we're here, want to check in and see? Okay. Julius, hi. Plötzlich geht's um uns. Well, this is an unexpected guest. Unerwartet? Any friend of Luger's? So, business seems to be booming. Yeah, no complaints. Who would have thought little Alfie cries a lot would become such a big deal? Little Alfie? Cries a lot? Come again? Have you forgotten? You used to tell me everything. Of course, you were a lot littler then. I remember when Balin used to make fun of you for being shorter than all the neighborhood girls. Huh? He always had all the brains, even as a kid. I doubt you ever outwitted him. How? Sorry, gotta run. Catch you later, Alfie. Don't let Luger do anything I wouldn't do. What was that about? Ihr habt euch gekannt. Ihr scheint euch ja ziemlich nahe zu stehen. Ihr habt euch gekannt. Heck no. We've never even met. Now that I think about it, I was younger. This older kid used to babysit us.
He was always humming that song. Really? So your babysitter was Julius? Just because it was Julius here doesn't mean it's true in every dimension. But there can't be that many people who knew me when I was a kid. Wow. Can't say I expected this. Was hat er nochmal als Kind gemacht? Versuche jetzt nur zurückzudenken. War schon Tagen, was war das denn? Weil jetzt ein riesigen Dingens Unterschied gemacht hat, dass ich jetzt das gemacht habe, weil ich mit Julius gesprochen habe. Oder war einfach, oder war es schon vorgesehen und ich hätte diese Stadt sowieso nicht verlassen können ohne. Einen Moment mal. Okay, ich wollte schon sagen, meine ganze Truppe ist da. Nee. Ich werde ganz bestimmt hier nicht nochmal alles einsammeln. Er war schon viel früher gemacht, immer. Als wir zum ersten Mal in der Heliobock-Festung waren. So, verbinden bitte. Und zack. Puffklinge. Puff, puff. Komm mal her. Another satisfied customer. Let's go, everyone! What's Link on? Oh, Klammer was. Klammer was. Was Teufel. Elvin, bist du auch auf dich schützen noch eingestellt? Ja. Und Elise, du kannst auch jetzt machen. Und ich mach den, ja. Bam. Mann, du bist ja immer noch nicht tot. Sehr schön. Ah ja. Ach ja, Leia und Elise musste ich ja verbinden. Die stehen ein bisschen komisch da. Art erlernt, Fertigkeit erlernt, hat verbessert, ey. Alle Sachen auf einmal. Ja, verbessert, Fertigkeit erlernt, sehr schön. Ja, jetzt aber bloß nicht hier nochmal alles erkunde. Obwohl Element erst werde ich wahrscheinlich sowieso hier einsammeln. Obwohl 4 Stück, da ist ein bisschen wenig. Ich werde offscreen Spaß mit diesem Spiel haben. Wenn ich mit dem Projekt fertig bin. Habe ich so das Gefühl. Kann ich mich nicht einfach zur Heliobock-Festung porten? Jetzt wo ich so darüber nachdenke. Nö, warum auch? Warte mal, muss ich ja die ganzen Löcher ja nochmal abgrasen. Ah. Sag mir bloß, ich muss mich da wieder hochkämpfen, ja, diesen einen Turm, ne, nicht Turm, aber diese ganzen Ebenen. Das wäre nämlich super blöde. Ich hoffe, ich habe nicht schon irgendein Loch verpasst. Da sind normalerweise in Spielerdimensionen richtig gute Sachen drin. So, in den nächsten 5 Minuten werde ich bestimmt nicht das hier schaffen. So das Gefühl. Da ist ein Loch. Da jetzt auch nichts drin ist, dann brauche ich die anderen gar nicht nachgucken. Weil dann glaube ich irgendwie hier ist nichts drin. Ah, super. Kettenschutz, hier super. Na gut, ich werde jetzt aber nicht mehr mal alles abgrasen, hallo? Gehen wir mal woanders hin. Hier, Lakatum-Seeaffen. Oh, Lakatum-Seeaffen. Ja, Geld, das könnten wir jetzt bekommen.
Alles klar. Na? That ore should be stored in here somewhere, and we need to find it. Upsala, Entschuldigung. We better get it before Jürgen finds us. Otherwise, things won't be pretty. Na super. Oh, genau. Da ist eine Truhe. Her damit. Sprintpanzer, okay. Haben wir schon alles. Was muss ich hier nochmal? Ich habe sehr böse Erinnerungen an diesen Ort. Ich möchte die nicht auffrischen. Danke. Hm? Okay, wo könnte das verkackte Erz sein? Ich nehme mal sehr stark an, es ist ganz oben wieder. Weil das wäre ja zu einfach, wenn es irgendwo anders wäre. Ne. Was haben wir denn alles gelernt? Kugelvergeltung, Abwehreffekt, Heilungsanteil. Kugelvergeltung. Du kannst mit Doppelpistolen schießen, während du dich erholst. Ah, so was wie Messerrache von Rowan oder was? Oh, Salve nach unten. Das kenne ich auch noch aus dem Dingens. Ersten Teil. Das hatte Jude. Ich bin mir ziemlich sicher, Jude hat das hier auch. Na gut. Oh, Truhe. Wahrscheinlich schon voll viele Sachen verpasst, so schatzmäßig, aber... Na, egal. Once again, for my own selfish reasons, I'm gonna destroy everything that matters to you. I'm sorry, Jürgen. Ja, das ist ja wohl jetzt wieder was vollkommen anderes. So, hier kam Skid, also nehme ich mal an, wir müssen hier rein. Ich hoffe wirklich, ich kann den Aufzug benutzen. What the? Okay. Quite a haul. Someone's been busy. What are you doing? Es ist nicht so, wie es aussieht. Back off. Hey, relax. What's the problem? The buyer never got his goods. Why, Alvin? Why did you lie to me? What were you thinking? It's just business, Jürgen. I'm sorry. How can you do this so casually? Luger! Stop! Why, Alvin? You traitor! I... Ah, found you. Oh, hey. What's up? Listen, about before. I'm sorry about what I said. I never meant to imply I don't trust you. Oh, that. I was kind of a jerk about it. Well, you weren't exactly wrong. It's true that I tell lies like it's no big deal. Alvin... I was afraid it sounded like that. I'm sorry. Quit apologizing. Sorry. It's okay. Anyway, I just wanted to say that. I didn't mean to interrupt. Alvin... It's easy when I'm just telling people what they want to hear. But when I try to get along for real, I'm pathetic. Kopf hoch, Alvin. Du bist wirklich erbärmlich. Ach. You got the do-gooder thing going on too, huh? I guess I'll never escape getting pep talks from kids. Guess I'll just have to redeem myself the hard way. Through honest work. I don't have to hit it big from mining ore to make my business a success. Oh, Geschäftspartner, abgeschossen.
Damit hätten wir, glaube ich, alle Charakterdinger schon mal abgeschlossen. Zilla Outfit 1, 20.000 Gold und Freundschaft zu Elvin Wex. Marketing Plan Section 2. Tendencies in the naivete of Rizemaxians and how to deal with them. Luger, this isn't about deceiving anyone. It's just sound business analysis. And who knows the two countries better than I? Okay. Was auch immer. 4. Oh mein Gott, ich komme mit Elvin am meisten klar als mit jemand anderen, jeden anderen. Oh nee. Das ist nicht gut. So. Weiß ich nicht. Leia und Elise, ich möchte gerne hier noch den Titel haben. Gibt's hier noch irgendwas, was ich machen kann? Ich könnte mal versuchen. Oh. Wo ist das Viech? Wir kriegen eine Menge Geld davon. So, damit haben wir alle Charakter-Dinger abgeschlossen, ne? Wo ist hier das Ding? Totalian-Club, Roselle-Höhenstraße. Weiß nicht, was können wir noch machen? Ein paar Minuten. Fesselbemauer, da bin ich mal hingegangen. Lass mich mal da gehen. Da ist ja Krieg ausgebrochen im ersten Teil. Bams! So, ihr müsst nur eine Sekunde verbunden sein. Wutsch! Dann bekommt er einen Titel, so. Jetzt ihr beiden. Damit ich offscreen mit den beiden hier zocken kann, ohne den Titel freizuschalten. Das heißt ziemlich bekloppt, was ich mache, aber egal. Lass mich. Warum tut euch immer entbinden? Was soll das eigentlich? Wutsch. Power Hammer. Und der letzte Schlag voll aufs Maul. Willst du ihn? Bams. Wutsch. Geht natürlich auch auf Screen trainieren können. Gegner jünger, Heldinnen von Innocence. Sehr schön. Ein paar Sachen hier einsacken. Komm mal, ja, noch ein kleiner Kampf hier zum Abschluss. Warum auch immer. Mein Gott, was haben wir für Barrieren? Mein Gott. Dich. Sehr schön. Ich kann auch mit Elise kämpfen, ja. Vor allem so schwach ist sie eigentlich nicht. Zack. Wieso habe ich denn so Dingens eingesetzt? Kopfklinge. Zack. Eigentlich wollte ich mit Elise, aber egal. Das ist jetzt Elvis Episode, nehme ich mal an. Achso, upsala. Und jetzt reicht's. Wutsch. Zack. Und zack. Okay, ich glaube, das wäre auch die letzte Folge für heute, die ich aufnehme. Oh mein Gott, die Erfahrungspunkte. So. Bist du denn? Was ist das denn für ein Wichter? Hat mich voll erstaunt jetzt. Ein Einhorn, wat? Was ist das denn für ein Einhorn?
Egal. Au, was zum? So, jetzt reicht. Open the Covenant of Darkness. Bam! Der Angriff sieht so geil aus in dem Spiel. Ja, ganz voll gemacht. Ihr sollt nicht aufhören, Verbindung abzubrechen. Warum bin ich denn? Warum kann ich keine Verbindungen einsetzen? Okay, warum auch nicht? Weiß auch nicht, warum ich immer neue kämpfe, aber egal. Mal kurz gucken. Daten. Nicht Ereignisse, Daten. Elise und Gaius. Das mache ich jetzt. Warum auch immer. Und nur 5 Sekunden mit denen verbinden. Warum auch immer mir das so wichtig ist, aber dann kann ich schon wieder ein paar Titel verbuchen offscreen. Also komm mal her. Voll sinnlos. Könnt schon längst abschalten, wenn ihr wollt. Okay, ich hoffe, er war genug. Ja. Rosa und Schwarz. So. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier mache. Aber naja, wenn schon, denn schon. Leia und Gaius. Elise und Roan. Jude und Mila, wir waren so knapp. So, Leia und Gaius. Mal Leia hab ich doch dabei. Nee. Doch war Leia und Gaius, ne? Mein Gott. Ich habe offensichtlich nichts Besseres zu tun, außer Titel zu farmen gerade. So, das war's. Zack. Voll die Kombo. So, jetzt beenden wir einfach. Ganz schnell. Schwert und Stab. So. Jetzt kommen wir einfach nur beenden. Wir gehen mal nach. Weiß ich nicht. Nachher haben wir einfach. Dann kann ich endlich speichern und wir einen überlangen Part hier beenden. So. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und die Katze, die suchen wir jetzt auch noch hier. Bams. Lass sie suchen, die holen wir uns noch. So, zack. Bis dahin würde ich sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge.